Moin Leute, Timex hier. Wir zocken weiter Clash Royale. Wir haben nur noch heute und morgen Zeit, dass ich das allererste Mal nicht nur Champion werde, sondern Grand Champion. Das war ich nie. Auch nicht damals. Ey, seid ihr irgendwie Grinder oder so? Ich habe vor 6 Stunden in den Stream von Mixen geguckt, da hat er dich gecoacht. Ich sehe euch immer noch. Wir haben ein Ziel. Ey, ich wollte nur sagen, dass ihr ziemlich cool seid. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, es macht auch merkwürdig viel Spaß. Also, dass man 6 Stunden einfach so im Stück Clash Royale spielen kann, einfach weil es ein neues Deck gibt. Dein Ziel ist 6400, 300, muss ich sagen? 300, Grand Champion. Wir waren zweimal schon davor, meinen Allzeit-Trophäenrekord zu brechen und beide Games danach haben wir dann eingeschaltet mit einer 5er bis 7er Losing Streak. Mein Rekord ist 6225 und das hatten wir zweimal fast gebrochen. Ja, hol dich. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ey, ich wollte nur sagen, ihr seid ziemlich cool. Das ist einfach okay, krass. Danke gleichfalls. Kein Problem. Ja. Ah, nee, doch nicht. Meistens Trophäen 6229. 4 Trophäen fehlen. Ich brauche nochmal einen guten. Ich brauche nochmal Everybody, dann geht das. Komm schon. Oh, okay. Komm schon. Ich will unbedingt gewinnen, okay, ja. Passt auf, Mega mit dem Prinz preparen, weil er wird Royal Giant davor wahrscheinlich bringen. Oh mein Gott, ich treffe die scheiß Hexe. Sauber. Nach der Emo-Dreck, du kriegst so viele Bets. Ja. Ja, ein bisschen zu spät sogar, jetzt kriegst du nur 2. Nur 1 ein. Oh, er hat gefailsept. Er hat deinen Prinz gefailsept, Max. Du hast gerade einen Free Charge in deinem Turm bekommen. Aua. Kobold-Hütte, ja, mach. Und dann Feuerball drauf. Und mir in den Chat schreibt jemand, der hat 7K-Rekord. Was sagst du dazu? Ist falsch. Okay. Adrian, Feuerball preparen für die Barbaren. Okay, für Magier. Und da, dann Barbaren gleich für die Barbaren, die kommen werden. Okay, er macht gar nichts. Prinz, schau mal hin. Prinz hinten spielen. Ganz hinten. Und dann Mutterhexe. Ah, fuck, das war Ofen, damit der Dings nicht an den Turm kommt. Jetzt soll das Mega Minion. Nice, vielleicht ein Schaden ist da. War gut. Nice. Lässt du soweit mal Feuerball? Du kriegst halt immer wieder Feuerball, damit ist so nice für dich. Oh, der ist dran für einen. Nein, schade, egal. Hexe rein, genau. Okay, nee, nur erstmal nicht. Wegen Lightning Value, genau. Jetzt kannst du. Und jetzt, genau, Kobold-Hütte rein. Setz dich schnell, Kobold. Ja, Ofen, also Tenet, Kobold-Hütte an dem Spot besser. Er muss noch deffen. Oh, hat er gar keinen Bock. Oh, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Volle Kombo, zack, der greift da an. Der kriegt dich gleich mit Spells, du musst aufpassen. Du musst jetzt im Prinzip fast Agent schon an der Brücke spielen gleich. Fast. Jetzt Agent geht los. Oh Gott, wie geil, die stirbt. Die fucking stirbt. Hexenmutter hinterher. Ah, der Magier ist wieder da. Oh mein Gott. Ja, das ist nochmal Schaden ein bisschen, ja. Okay, Bappel drauf, Bappel auf den Aal da. Der Aal. Du musst. Oh, du. Ich glaube, das ist vor. Das ist vor, Max. Was? Wieso denn? Er hat outspelled die ganze Zeit. Hä, hey, Digga, was? Das war gar nicht schlecht gespielt von dir. Er hat nur gefühlt alles gehabt. Also, fick, Supercell. Ich raste aus. Ey! Wieso machen die das? Das war's. Ich dachte jetzt, vielleicht pushe ich jede Season. Nee. Also das würde ich jetzt in 95% der Fälle würde ich jetzt hier abbrechen einfach. Und nicht nur für heute, sondern auch für morgen. Was? Seit 6,5 Stunden zocken wir. Da sind wir 4 Trophäen vom Rekord weg. Und dann spielen wir gegen einen 7000er. Digga, aber wenn man, du weißt, was passiert, wenn wir es jetzt nicht schaffen, ne? Das ist dir bewusst, ne? Ich habe gerade das allererste Mal, glaube ich, in meinem Leben diesen Drang verspürt, nachdem ich gesehen habe, das ist ein 7000er. Das iPad, was so perfekt vor mir platziert ist mit dem iPad. Es ist so super nice. Es ist einfach, man kann da einfach richtig, es ist so platziert zum richtig reinschlagen einfach. Irgendwas in mir war eine Stimme, Digga. Hau dem iPad eine rein. Hä, sind neue. Es ist nach 12! Ja. Wir haben heute extra um 17.30 Uhr angefangen, damit wir genug Zeit haben.
Auf einmal ist hat sich der Shop aktualisiert. What the fuck? Wir sind wieder davor. Das vierte Mal. Was machen wir? Machst Mutterhexe nach rechts außen. Und dann. Ja, ein bisschen höher noch. Oder ja, passt. Okay, Feuerwehr, die Value. Oh, Junge, du hast Bomber getroffen. Wahnsinnig geil. Der Leichen war trash. Agent hinten. Oder Agent davor. Agent vorne. Speargobs helfen. Direkt Mega Minion hinterher. Speargobs, Mega Minion, wie viel Damage machen die? Bubble noch rein. War okay, du kriegst noch Damage. Ja. Okay, nice. Das geht auch down. Dann kannst du Hütte setzen. Direkt 2. Das, wenn er seinen Golem hinten setzt. Oh, oder so. Oder Hexe. Und davor dann E-Giant. Schönes Timing. Jetzt bin ich gespannt. Was macht er jetzt? Wie löst er das Problem? Feuerball, genau. Er löst es gar nicht, Junge. Let's go. Also das war halt dieses Game auch wieder, ne? Das war ja ganz, ganz krank. Das ist so krank, Mann. Ja, absolut. Geil. Richtig gut gespielt, Junge. Richtig gut gespielt. Bist noch in Reichweite, 3 Games. Das hast du schon öfter geschafft. Okay, da spielst du einfach den Prinz rein. Oh. Was ist das denn für ein Scheiß, Mann? Vorbei. Spiel vorbei. Nee. Der muss erstmal den Prinz noch treffen. Okay, dann spiel jetzt gleich Agent. Du setzt jetzt eine Hütte ein, aber du hast gesehen, dass deine Main Damage Units einfach raus sind, weil er sie an der Brücke gewastet hat. Du hättest einfach Agent einsetzen können. Kannst du theoretisch jetzt immer noch machen, aber er hat wieder die erste von beiden im Cycle, die er da gerade gesetzt hatte. Was ist dein Zauber? Rage. Also keine Ahnung, was er noch hat. Jetzt würde ich mal reingehen. Jetzt rein mit Agent. Oh, ich wünsche, dass die überlebt. Ich wünsche es mir so doll. Oh mein Gott, ich hab's mir gewünscht. Mega Minion noch drauf, Mega Minion. Das war guter Damage. Nice. Nach Texte, Mutterhexe hinten. Ich mach erstmal sowas. Ja, passt. Weil die Speargobs kriegen gleich immer wieder einen Hit durch. Gut. Okay, Hütte hoch. Auch gut, Hütte hoch. Okay, du musst noch seinen Turm bekommen und du musst jetzt im Prinzip Agent einsetzen. Agent oder Prinz? Ich will nicht, dass du jetzt da verlierst. Boah, das wird zu eng. Feuerball, Max. Oh, HP, Max! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hast du es bitte gesehen? Ach, halt's Maul. Alter. Digga, 8 HP. Oh mein Gott. Ich fass es halt nicht. Es war halt not even close, ne? What the fuck? Ach, Digga, ja, es ist wieder ein Brückenspam-Deck mit einer Banditin und einem Packer. Ja, kannst du mit dem Feuerball drauf? Du hast die Kobolde. Du bist deutlich besser mit dem Deck gegen das Packer-Deck als mit dem, was du vorher gezockt hast. Mega Minion drüber oder laufen lassen? Nein, das reicht schick. Jetzt kannst du noch die Mutterhexe reinspielen. Musst du, weil sonst ganz viele Pickets. Also die kommen so oder so, aber das geht dann fit. Dann kannst du jetzt, okay, jetzt Prinz irgendwie rein, genau. Bubble noch. Der hat einfach keinen Rambock. Er spielt einfach Packer ohne Mega Minion noch. Oh, wobei, lass mal die überlassen. Ja, okay, egal.
Feuerball drauf. Nice. Gut, du hast schon wieder ein bisschen Schaden gemacht, jetzt machst du noch mehr. Bubble noch. Richtig. Nice. Oh, das Bubble war krass. Na gut. Da kommt auch noch ein Pickel, wenn du Glück hast. Nice. Okay. Dann spielen wir Prinz hinten, oder? Ja, auch gut. Zum Feuerball durchcyclen. Jetzt Feuerball. Oh, boah. Saftig, Junge. Und jetzt den E-Joint da reinknallen und dann knallst du ihn auch weg. No sexual. Prinz hinterher? Oh, andere Lane wäre Prinz gewesen, ne? Ja, egal. Hätte aufgegeben. Ja. Digga, das Game war halt wieder so. Es ist. Let's go. Feuerball was. Wir zocken viel zu lange, 7,5 Stunden. 6 Matchpoints hatten wir schon. 7. Matchpoint. 7. Matchpoint. Schaffen wir den Allzeit-Trophäen-Rekord. 7. Matchpoint. Ist das Matchpoint? Ist es, ja. Ich bin bei 6203, klar. Das sind aber. Oh, ich glaube, du kannst. Genau, okay, gewinn erstmal. Hm. Genau, Ofen. Das ist jetzt ein frühen Ofen, dass wir da Chip mehr muss dann verteidigen. Guck mal, jetzt ist der Goblin zwar hinten, aber wenn jetzt hier wieder zwei Fire Spirits drankommen. Ja. Oder einer zumindest. Einer reicht. Dann kriegt er hier noch zwei Hits raus und Prinz, sowas. Nein, Prinz, 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 Prinz. Mm. Ja. Nice. Nice, hat verkackt komplett, Junge, let's go. Nee, du bist Dogshit. Nice, Sparkle, du hast. Ich glaube, das hast du. Ich glaube, das hast du, Max. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Turm ist down. Jetzt ist die Frage, ob es reicht. Es muss reichen. Digga, das ist der 7. Matchpoint. Als ob ich jetzt nur Punktlandung bei 6229 lande. Ich glaube, es müsste reichen. Weiß aber nicht genau. 3 Crown Push? Ja, einfach rein. Prost. Warte, wie viel hast du gerade? 6204 oder 3? 3. Okay, du brauchst 27. Nice, du hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Alter, bitte. 27, nicht 26, nicht 26, nicht 26. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Pumplandung. Nee, ne? Doch. Nein, Mann. Nein. Doch. Das ist mein alter Trophäenrekord. Digga, es war der siebte Matchpoint, Mann. Wir sitzen seit 7,5 Stunden hier. Digga, ich weiß gar nicht, wer gerade mehr leidet, einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich das geil finden soll oder ob ich es einfach bereuen soll, dass ich überhaupt wieder auf die Idee kam, dass wir Clash Royale spielen. Ich weiß nicht, ob mir das Game mehr gegeben hat oder genommen hat, aber ich bin mir gerade relativ sicher, es hat mir mehr genommen. Was? Das ist so geskripteter Scheiß, Alter. Ich sitze hier wie ein Häufchen Elend und ich lache einfach nur noch. Digga, vor allem, ja. Du coachst doch einfach seit 7,5 Stunden. Das ist doch auch der übelste Struggle. Ich bin so durch, das kannst du dir vorstellen. Was? Und so hat die Hexe gut gemacht. Ja, die Mega Minions, wenn er jetzt so scheiße spielt, dann kannst du, okay. Agent-Brücke, du brauchst das, dein Mega Minion. Auf Mega Minion worauf? Auf Labot. Wenn er jetzt keinen guten Inferno-Deck bringt, dann ist okay. Na gut, verdammt. Aber passt, du kriegst keinen Schaden, er kriegt guten Schaden. Ich mach noch einen Barb-Barrel durch. Ja. Nee. Er wusste nicht, dass er Mega Minion einsetzt. Sonst hätte er das noch tanken können fürs Mega Minion, dann wäre er nochmal wieder. Er hat gerade aber Waren gespielt gehabt. Feuerball erstmal nicht, warte erstmal. Nee, ich mach erstmal hier nur die. Okay, einfach diesen. Gut. Kriegst du trotzdem noch mit. War das ein Charge? Ja, nee, kein Charge. Mutterhexe auf die Pegels. Mutter. Ach, wie heißen die? Minions heißen die, ich weiß auch nicht mehr, wie irgendwas heißt. Okay, Agent Force Megamin, damit du genug gedickst hast für Feuerball. Force Megamin, nicht vor dem Turm.
Aber jetzt feuerballst du gleich alles. Du wirst lieber Warn spielen und dann feuerballst du alles jetzt, okay? Alles. Guter Feuerball. Das ist der größte Feuerball in der Geschichte der Menschheit. Oh Junge, du hast ihn einfach, du hast ihn hops genommen, Digga. Es ist wahr, es ist wahr. Das ist es. Oh mein fucking Gott, das ist es. Ich will jetzt nicht thrown. Nein. Du einfach E-Giant davor? Nein, zeig einfach zum Gebäude. Oh, scheiße! Egal, du hast gewonnen. Du kannst gar nicht, das geht nicht. Physische Glück. In der Zeit ist es, geht nicht. Es ist es. Oh, Digga, das Gott. Ist es. Das ist es. Das ist es einfach. Ach du heilige Scheiße. Nach 7,5 Stunden. Das ist. Du Schande. In all der Zeit. Ich hatte noch nie so viele Trophäen in Clash Royale. Noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich habe das die ersten 1,5 Jahre hauptberuflich gemacht. Jeden Abend. Alter. Season Best. Und All-Time Best. Meiste Trophäen 6259. Das ist einfach geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Puh. Digga, das war lang. Ich hatte heute so ein langes Streaming-Programm. Wir haben extra 17.30 Uhr angefangen, aber jetzt ist gleich 1. Ey, so geil. Ich freue mich gerade so drüber. Ich habe übelst Kopfschmerzen. Meine Augen funktionieren gerade ohne mehr richtig. Es ist Wahnsinn. Holy shit, aber wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft, Max. Wie geil ist das bitte? Wir haben durchgezogen. Ich fass es nicht. 7,5 Stunden nur Clash Royale. Ey, Max, Glückwunsch. Danke, Mann. Ich hab's gesehen. Rekord. Holy shit. Hattest du gedacht, dass du jemals nochmal den Rekord knackst? Nein. Nein. What the fuck? Dixman, du bist übel der geile Coach. Holy shit, Mann. Geil. Ja, kann man buchen, ne? Ja, den kann man nicht eigentlich buchen, Pixel? Schroel meinte irgendwie, ich hab was gehört von wegen Schroel, meinte er schafft vor die 6-3? Never, oder? Nein. Ja, eigentlich never. Alter, Pixel, wieso schafft er das nicht? Ja, weil er keinen Coach hat, Sonning. Alter, frisst Scheiße, Chef Schrobel. Ich wollte eigentlich nur GZ sagen und man hört sich, ne? Tschö. Ja, mach mal rein. Danke, tschö. Ihr seid ja beide so tot, holy shit. Digga, das war der 7. Matchpoint und dann immer so ein Game noch gewinnen und dann erstmal so 5 Games verloren. Oh Mann, Alter. Wow. Eure Stimmen, Junge, das müsstet ihr euch. Also das müsst ihr euch mal angucken, Alter, holy shit. Das war ein Krieg hier heute Abend, Junge. Man ist auf einem völlig anderen Meta-Level, das kannst du gar nicht verstehen. Es ist geil, dass man irgendwie gebrochen ist oder tiltet. Man hat diese Ebenen schon durchbrochen oder ist an den völlig neuen Ebenen. In emotionalen Zuständen, wie ich mich noch nie erwischt habe. Ich habe heute das erste Mal für den Bruchteil einer Sekunde den Impuls verspürt, einfach mein iPad zu schlagen. Weißt du, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Das hatte ich nicht. Ich mach's natürlich nicht, aber. Ich hab's, das Gehirn hat es gedacht. Es war, das Verlangen war da. Scheiße, Mann. Darüber könntest du eine Masterarbeit schreiben.